Ich habe heute mein Paket von Agate Bay erhalten. Das ist das Paket hier oben und das schauen wir uns heute im Unboxing-Video gemeinsam an. Da sind Achate aus Mosambik drin und da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Ich würde sagen, wir legen direkt los und schauen da mal rein. Hallo und willkommen bei German Rock Tumblr. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, herzlich willkommen. Heute, da geht's um dieses wundervolle Paket von Agate Bay. Da habe ich Mosambik-Achate bestellt und die sind heute angekommen. Da wollen wir jetzt natürlich gemeinsam reingucken. Also habe ich mir gedacht, nehme ich euch mit und wir machen gemeinsam ein Unboxing-Video. Nicht vergessen, wenn euch mein Kanal gefällt, dann lasst mir gerne ein Abo da und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Jedes Däumchen wäre ein Träumchen und jetzt gucken wir mal in das Paket rein. Let's go! Wie ihr sehen könnt, ich habe den Karton schon mal für euch aufgemacht, damit wir da jetzt mal schnell reingucken können. Ich nehme auch direkt mal ein Häufchen davon raus. So, das andere legen wir gleich daneben. Dann geht es nämlich schneller. Ich zoome mal ein kleines Stückchen zurück, dann haben wir mehr Sichtfeld. So, da schauen wir jetzt einmal rein. Wow, ich nehme einmal das Zeitungspapier weg, dann können wir besser gucken. So, das sieht doch wirklich, wirklich wunderschön aus. Da wollen wir jetzt natürlich uns jeden Stein einmal ganz genau angucken. Dafür werde ich jetzt eben eine kleine Wanne holen mit Wasser, da legen wir die dann rein und dann können wir uns jeden Stein in Ruhe angucken. Wie ihr sehen könnt, habe ich schon mal alle Achate in eine Wasserwanne gelegt, damit wir uns die jetzt ganz genau in Ruhe einmal angucken können. Ich würde sagen, wir nehmen uns auch direkt den ersten raus und gucken uns den mal an. So, da haben wir jetzt hier eine wirklich wunderschöne Knolle. Ja, man sieht schon, da wird was richtig Schönes auf uns warten, wenn wir die aufsägen. Ja, hier in dem Fenster erkennt man schon richtig schön, dass da auf jeden Fall ganz viele tolle Farben drin stecken werden. Dieses Exemplar hier, da freue ich mich auch besonders drauf. Da sieht man hier im Fenster schon ganz genau, dass da was richtig Cooles auf uns warten wird. Und wenn ihr mal guckt, die ist ein bisschen breiter. Da können wir auf jeden Fall ein paar Scheibchen von abschneiden. Dann hier eine ganz komplette Nocke, ja, die können wir aufmachen. Da kann man jetzt von außen noch nicht genau sagen, was drin steckt. Aber ich kann euch definitiv sagen, hier scheinen blaue und rote Farben durch. Das wird richtig cool, das Teil aufzuschneiden. Jetzt zeige ich euch mal zwei kleinere Exemplare, die bestimmt genauso cool sein werden. Die Kamera braucht einen kleinen Moment, um es scharf zu ziehen und dann können wir auch direkt weitermachen. Und da haben wir es endlich. Hier kann man jetzt sehen, in diesem hier ist auch ein ganz tolles Fenster drin. Und in diesem Fenster, da wird mir gleich schon verraten, dass da schön Quarz auch drin ist. Und das ist wirklich cool, da freue ich mich, den aufzuschneiden. Dann haben wir hier noch eine Mandel, die sieht auch wirklich ganz toll aus. Ja, hier sieht man im Fenster, die wird wahrscheinlich eher ein bisschen durchsichtiger sein, aber das sind auch immer coole Stücke. Dann habe ich hier noch ein wunderschönes Stück. Das erinnert mich wirklich so ein kleines bisschen an eine Kartoffel irgendwie. Und da erkennt man auch schon hier in den Fenstern, dass da definitiv coole Farben drin stecken. Und ihr seht es vielleicht jetzt gerade, während ich es aufnehme, hier schimmern so leicht türkise Farben durch und auch rot, ja, pink. Da bin ich schon ganz gespannt, was da drin steckt. Dann haben wir hier einen Achat, der ist auch wirklich schön. Da sieht man hier von außen auch schon, dass der auf jeden Fall diese tollen Streifen hier überall hat, ja. Da werden wir dann natürlich so seitlich reinschneiden, damit diese Streifen uns erhalten bleiben. Das wird auch eine schöne Knolle werden. Als nächstes, da zeige ich euch jetzt diese Knolle hier. Da bin ich mal wirklich gespannt. Da habe ich jetzt so ein ganz winziges Fenster hier drin. Ja, da sieht man auch schon so ein bisschen Achat. Das kann sein, dass das so ein bisschen wie so ein Zandereck ist. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber spätestens, wenn wir da reingeschnitten haben, dann sehen wir das natürlich, ne?
Aber da freue ich mich schon. Das ist bestimmt auch ein ganz besonderer Achat. Denn die Achate, wo man meistens von außen nichts sieht, da ist innen drin immer richtig viel Leben drin. Oh ja, das hier ist auch ein schönes Exemplar. Ja, das seht ihr ja selber. Hier im Fenster von außen schon die tolle Bänderung. Da werden wir was richtig Cooles auf jeden Fall von machen. Jetzt zeige ich euch noch drei kleinere Exemplare. Das sind auch wieder Mandeln, die fast komplett auch sind. Also diese Mandel hier ist komplett. Diese hier auch, da ist ein Stückchen oben abgebrochen. Aber eigentlich kann man schon sagen, dass sie so noch komplett sind. Und das ist auch ein wirklich ganz, ganz schönes Stück, alle beide. Ja. Und diese hier ist auch wunderbar. Da erkennt man auch schon, was ungefähr innen drin auf einen wartet. Und die aufzusägen, das wird richtig, richtig cool. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Ja, lasst mir einfach ein Abo da und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr da auch nichts von. So, ich glaube, diesen hier habe ich auch noch nicht gezeigt. Ja, da sieht man von hier außen im Fenster. Ah, kleinen Moment, die Kamera braucht wieder einen Moment. So, hier im Fenster, da erkennt man auch schon ganz eindeutig, dass da was Cooles drinstecken wird. Ja, die aufzumachen, das wird auch ein Highlight werden, das verspreche ich euch. Man sieht von außen verschiedene Farben, ja, so bläulich, rot. Da bin ich echt gespannt, was da drin steckt. Ich glaube, diese habe ich auch noch nicht gezeigt. Die hat auch so ein richtig schönes Fenster hier vorne. Oh, wir warten wieder einmal kurz, dass die Kamera das ein bisschen scharf gezogen hat. So, und da sind wir auch schon. Ja, ihr kennt hier selber im Fenster des Steins, dass da auch was richtig, richtig Cooles auf uns wartet. Ja, und der ist auch ziemlich groß, da können wir ein paar Scheibchen von abschneiden. Das wird auf jeden Fall auch ein Highlight. Diesen hier habe ich auch noch nicht gezeigt. Da kann ich nicht genau sagen, was drin steckt. Ja, man erkennt von außen auf jeden Fall, hier eine bläuliche Farbe, eine Bänderung erkenne ich von außen jetzt so erstmal nicht. Aber wenn wir den aufgeschnitten haben, wie gesagt, die, wo man es meistens nicht sieht, die sind meistens am allercoolsten. Übrigens, wenn ihr selber mal so coole Achate haben wollt, dann besucht doch einfach mal Agate Bays YouTube-Kanal. Den verlinke ich euch hier oben in der Ecke. Da könnt ihr einfach mal reinschauen. Da findet ihr ganz sicher was, was auch euch gefallen wird. Er hat auch eine ganz, ganz wunderschöne Homepage, wo man wunderschöne Sammelstücke bekommen kann. Die verlinke ich euch unten in der Bio. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Das würde mich freuen, wenn ihr ihn auch ein bisschen supporten würdet, weil da haben wir ja letztendlich alle was von. Und auf keinen Fall solltet ihr vergessen, dass wir natürlich aus diesen wundervollen Achaten aus Mosambik wundervolle Anhänger und Rocktumblings machen werden. Und da sind wir auch schon wieder am Ende von unserem kleinen Unboxing-Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne ein Däumchen und ein Abo da. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, weiterhin viel Spaß auf meinem YouTube-Kanal, euer German Rocktumbler.